Ich heiße Fefen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Oh Gott sei Dank! Oh Gott sei Dank, ich kann es nicht glauben, er lebt! Oh Gott sei Dank! Er lebt noch! Leute, er lebt noch! Mir fällt ein Stein vom Herzen! Und Hank lebt auch noch! Oh mein Gott! Einfach resettet. Ich glaub, mich knutschen echt. Mein Vorgänger ist unglücklicherweise zerstört worden. Nee. Aber Cyberlife übertrug seinen Speicher und schickt mich als Ersatz. Du bist in meinen Armen gestorben. Und jetzt bist du wieder hier, als wäre gar nichts passiert. Wow. Leck mich. Oh, scheiße. Ich habe ein mieses Gefühl, Lieutenant. Wir sollten nicht hier sein. Mieses Gefühl, hä? Lass dein Programm überprüfen. Ist vielleicht defekt. Wo sind wir hier? Alsi? Chloe! Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah Kemsky. Bitte, kommen Sie rein. Das ist Chloe. Okay. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Oh mein Gott. Okay. Das ist Mr. Elijah Kamsky. Cyberlife-Gründer im Ruhestand seit 2028. Erfinder des Thyriums und der Biokomponententechnologie. Hübsches Mädchen. Sie haben recht. Amanda und Kamsky. Professorin für künstliche Intelligenz. Amanda kennt Kamsky? Sie ist wirklich hübsch. Jetzt was zu lesen. Nette Hütte. Androiden bringen offenbar nicht jeden nur Schlechtes. Tja, Weltraumtourismus nimmt zu. Gleich triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Moment, wir überspringen das heute. Ihr könnt es euch gerne durchlesen. Mich interessiert gerade mehr das Gespräch eigentlich mit einem Hank. Wir haben in der letzten Zeit eh immer alles vorgelesen. Da dürfen wir heute mal wieder nicht vorlesen. Kamsky ist eines der größten Genies des 21. Jahrhunderts. Es wird interessant sein, ihn persönlich zu treffen. Manchmal wünschte ich, ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. Wir gucken uns die ganzen Figuren und alles an. Und ich glaube, wir müssen uns hinsetzen, damit es weitergeht. So, wir machen es uns bequem. Wenn Hank aufsteht, stehen wir auch wieder auf. Elijah empfängt sie jetzt. Sie ist hübsch. Und sie gibt's mehrfach. Einen Moment bitte. Er hat zwar genau mit dem Typen Mädchen, wenn er sie
gleich dreimal besitzt. Und da öfters. Oh mein Gott. Da ist er doch. Rotes Badewasser. Dreimal Chloe. Ja. Seltsam. Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Abweichler. Oh, jetzt wird's interessant. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Etwas im Programm der Abweichler scheint Emotionen nachzubilden. Wir dachten, sie wüssten vielleicht, wie es dazu kommt. Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Oh, jetzt wird's interessant. Auf wessen Seite stehst du? Ich bin auf keiner Seite. Ich wurde erschaffen, um Abweichler zu stoppen, und das werde ich tun. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du? Was? Was? Was möchtest du wirklich? Was ich möchte, ist nicht wichtig. Chloe. Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Nein, nein, tut sie nicht! Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön für immer. Eine Blume, die nie verblüht. Er sagte jetzt, sie soll sich abschalten. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Oder er bringt sie um. Nein! Mit einer Seele. Nein! Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten. Nein! Das will... Wieso? Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können wieder. Was ist dir wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder das Leben des anderen? Ich will das nicht. Entscheide, wer du bist. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem... Nein! Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Ich... Das ist... So gemein, Leute. So gemein. Also, ich analysiere das jetzt einfach, weil das wird Connor tun, wenn er schießt.
kriegt er alle Informationen, die er will. Die Frage ist, hat er überhaupt die Informationen? Und wir verscherzen es uns mit Hank. Wir werden es uns so gewaltig mit Hank verscherzen. Das war schon in der Folge mit dem Eden Club so. Habt ihr gesehen, wie weit seine Meinung runtergegangen ist, weil wir geschossen haben? Aber wenn wir nicht schießen, dann sind wir ein Abweichler. Und Connor darf kein Abweichler sein. Er soll doch der sein, der... Oh, Zwickmühle. So Schleck. Oh. Und die Musik. Sie drängt einen dazu. Wir sollen eine Entscheidung treffen. Er will, dass wir schießen. Ding will, dass wir nicht schießen. Ich will sie einfach nicht ohne Grund erschießen. Ich will sie nicht erschießen. Faszinierend. Cyberlives letzte Chance, die Menschheit zu retten, ist selbst ein Abweichler. Ich bin kein Abweichler. Du hast deine Maschine verschont, statt deine Mission zu erfüllen. Der Android war für dich ein lebendes Wesen. Du hattest Mitgefühl. Es wird Krieg geben. Du musst deine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deine Schöpfer stellen? Was könnte schlimmer sein, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Verschwinden wir hier. Übrigens, es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Er hat uns jetzt zum Schluss doch noch einen Tipp gegeben. Wie denkt jetzt Hank von uns? Warum hast du nicht geschossen? Scheiße. Ich habe in ihre Augen gesehen und konnte nicht. Das ist alles. Du sagst doch immer, du tust alles für den Erfolg der Mission. Das war unsere Chance, was zu erfahren und du scheißt. Ja, ich hätte es tun sollen. Ich sagte ja, ich konnte nicht. Tut mir leid. Okay? Ist Hank jetzt böse auf uns? Vielleicht war es richtig so. Sagt jetzt, er wäre böse auf uns. Ich dachte jetzt echt, er wäre böse auf uns. Das wäre der schlimmste mögliche Ausgang. Keine Informationen und Hank wäre böse auf uns gewesen. Oh mein Gott. Irgendwo haben wir wieder was übersehen. Ah, hier. Wir haben das. Wir wären nicht gestorben und wären deswegen mit Hank gekommen. Oh mein Gott. Leute, ich weiß nicht, ob ich jetzt erfreut sein soll über den Ausgang oder mich hassen soll dafür, weil ich doch nicht geschossen habe, weil ich es nicht aufrecht erhalten konnte. Dieses Connor ist aus seiner Mission. Ja, das ist halt auch so ein bisschen eigenes Gefühl. Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, ob ich vielleicht dieselbe Folge nochmal spielen soll, ohne dass ich den Fortschritt speichere. So wie es ganz am Anfang, da haben wir aber gespeichert. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr sehen wollt, was passiert, wenn wir Chloe erschießen. Unabhängig von dem, was wir jetzt hier am Spielen. Das heißt, es wird nicht mit in den Speicher übergehen. Wir würden die Entscheidung einfach nur sehen. Oder ob ihr sagt, nö, wir wollen einfach nur, dass es weitergeht. Aber in diesem Sinne, macht's gut. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ciao, ciao.